Hallo und herzlich willkommen auf dem Pflichtsender. Heute berechnen wir den Flächeninhalt von einem Sechseck. Ein Sechseck besteht aus sechs Punkten, die nicht auf einer Gerade liegen und miteinander verbunden sind. Alle Seiten sind gleich lang und können deswegen auch alle mit klein a bezeichnet werden. Der Flächeninhalt berechnet sich nach der Formel 3 halbe mal a Quadrat mal Wurzel 3. Und wir setzen jetzt a gleich 2 cm. Dann beträgt die Formel 3 halbe mal 2 cm im Quadrat, also die 2 sowie die Zentimeter müssen quadriert werden, mal Wurzel 3 und damit beträgt das Ergebnis 10,39 Quadratzentimeter. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal auf dem Pflichtsender.